Was macht er? Berater gewesen. Wegen der Papiere für den Club. Nein. Das hat er gesagt. Dann war ich bei... Sie sagten mir, da ich eine Frau wäre, könnte ich geschäftlich nichts unternehmen und auch keinen Kredit bekommen ohne die Unterschrift meines Mannes. Die Tatsache, dass ich eine Frau bin, war wichtiger, als dass mein Mann mein ganzes... Gib mir den Wischmopp. Was? Gib mir mal den Wischmopp. Nein. Also gefährlich. Ich möchte aus dem Restaurant ein Lokal mit Live-Musik machen. Einen Club, verstehen Sie? Für verschiedene Musikrichtungen und Menschen aller Couleur. Die Lage ist perfekt. Sie können sich glücklich schätzen. Ein Club für Bossa Nova. Chico könnte da auch... Club mit Live-Musik zu eröffnen? Nun, weil... Weil ich die Musik liebe. Eine wirklich gute Anlage. Sie haben mich nicht ausreden lassen. Das ist nicht nötig. Sie sind eine hübsche Frau, Maria. Überlassen Sie die langweiligen Geschäfte den Männern. Na gut. Wie Sie wollen. Nicht eine Sekunde geglaubt. Komm, pass auf, ich erzähl dir mal was. Höchstwahrscheinlich wird Augusto Bürgermeister von Rio. So was? Und dann muss ich mich auf mein Aussehen, meine Ehe... und vielleicht aufs Kinderkriegen konzentrieren. Ich habe immer gewusst, dass du berühmt wirst. Irgendwie. Ich wusste es. Wie bitte? Nichts. Ich... Hühner. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Wirklich, Licia. Ich habe mir immer gewünscht, ich wäre mit deinem Talent geboren. Ich bin wieder hier. Die Menschen kommen hierher, um die Schulden zu begleichen, die sie bei mir haben. Und du willst dir noch mehr leihen. Du machst mir noch Probleme, Hoat. Ich habe es für einen Vorteil gehalten, an einem Ort wie diesem zu verhandeln. Ich dachte, hier würde mich niemand verurteilen. Nanico, wenn du mir dieses Darlehen gibst, bist du für ein Jahr mein einziger Getränkelieferant. Hörst du? Für ein Jahr. Dieses Schmuckstück werde ich persönlich abholen, wenn dein Nachtclub nicht läuft. Bleiben Sie ruhig, Malou. Betrunken spielt er genial. Wecken die uns nicht einmal. Theresa, ist es nicht noch ein bisschen zu früh für den ersten Cocktail? Nein, nein, ist es nicht. Es gibt etwas zu feiern. Ich habe großartige Neuigkeiten für euch. Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, aber Ihre Begleiterinnen müssen unseren Club leider verlassen. Wie die Signora weiß, ist unser Club ein angesehener Club und ihre Begleiterinnen sind hier nicht willkommen. Die Signora kennt unsere Vorschriften und, Das ist völlig absurd. So läuft das hier in der feinen Gesellschaft von Rio. Doch das wird sich alles bald ändern, Tati. Ich fasse es nicht. Was hast du denn? Er tourt gerade und ist in Buenos Aires. Wusstest du das? Wirklich? Schon mit 12, 13 fing er an. Genau wie du. Er wird versuchen zu beweisen, dass sie keinen angemessenen Lebensstil führen. Es waren mehr, es waren... Ich verstehe. Vielen Dank, Senor.